Hallo und willkommen zurück zu Black Mirror 2. Wir haben das letzte Mal mit der Bibliothekarin gesprochen und die ist dann panisch weggerannt, nachdem wir ihr dieses Symbol beschrieben haben und ihr gesagt haben, dass wir aus Maine kommen. Das hat ihr gar nicht gepasst. Warum, weiß ich nicht. Deswegen gucken wir uns jetzt die Regentonne an. Die ist cool. Ein großes Fass. Darin soll sich wohl das Regenwasser sammeln. Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass so gut wie leer. Scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Davon gehe ich aus. Obwohl es hier scheint wohl irgendwo. Okay. Obwohl es hier scheint ja, wohl irgendwo. Und irgendwas müssen wir später mit dem Fass machen. Willow Creek Museum. Das Schild haben sich die Einwohner sicher was kosten lassen. Ja, vor allem der Sanatoriumsbesitzer. Erst dieser vermeintlich günstige Flug und dann liegt der Flughafen am Arsch der Welt. Die Taxifahrt hierher war teurer, als wenn wir einen Privatjet gemietet hätten. Jetzt reg dich doch mal ab, Albert. Ach, und dann ist der Reiseführer von deiner Freundin auch noch total veraltet. Du warst doch froh, dass wir keinen kaufen mussten. Dass sich hier in ein paar Jahren so viel verändert, konnte ja keiner ahnen. Ja, lass mich einfach in Ruhe, okay? Da ist jemand nicht glücklich über seinen Urlaub. Postkarten, Broschüren und Werbeprospekte aus Willow Creek. Hier ist ein Infoblatt von der Bibliothek. Schade, keine Öffnungszeiten. Und hier die Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Das scheint nicht nur ein Museum zu sein, sondern auch die Touristeninformation. Aber nichts wirklich Interessantes dabei. Ist das Seifenblasenspiel? Ein kleines buntes Röhrchen. Sieht aus wie ein Seifenblasenspiel. Das ist meins! Ja, klar. Ich wollte nur mal schauen. Okay, Bobby ist anscheinend geistig auf dem Niveau eines Kindes. Und der spricht total gemein mit dem. Ein Fass, wie sie hier überall im Dorf stehen. Vermutlich gab es hier früher eine blühende Fassindustrie. Ein alter gusseiserner Ofen. Ob der zur Ausstellung gehört? Ich wage das zu bezweifeln. Erinnert mich an den Kachelofen meiner Mom. Hab mich immer wohlgefühlt, wenn es draußen kalt war und das Holz im Ofen knisterte. Aha. Globus. Warum hier ein Globus steht, verstehe ich nicht. Ich wette, die meisten Leute haben hier noch nicht einmal das Nachbardorf gesehen, geschweige denn die ganze Welt. Also, nee. Entschuldigung. So, eine kaputte Vitrine. Natürlich nichts drin. Auf dem Schild steht Schwarze Kugel des Schicksals. Alles klar. Man fand sie angeblich neben der Leiche von Samuel. Sonst gibt's hier nichts mehr. Und hier sehen Sie die weltberühmten Milchkannen aus Willow Creek. Eine Schatzkiste. Ich habe einen Schatz gefunden. Jetzt bin ich reich. Ich werde nichts sagen. Also ich bin sehr sarkastisch, ja, und ich mache mich auch über Dinge lustig, aber er macht das auf so eine unangenehme Art. Sieht aus wie eine Mischung aus römischem Streitwagen und Rasenmäher. Ich studiere Physik, nicht Landwirtschaft. Keine Ahnung, was das ist. Ja, weil du halt nichts kennst, Idiot. Ich mag ihn nicht. Eddie hätte seine Freude an diesem Regal. Es gibt hier normale Teller, bemalte Teller, verzierte Teller und Gläser mit Erde? Mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht wissen. Wieso Eddie? Der hat mit Eddie noch... Wer ist Eddie? Eddie? Wer ist denn Eddie? Ein altes Telefon.
wie es zu Beginn dieses Jahrhunderts in Europa benutzt wurde. In Willow Creek wohl eher zum Ende hin. Eddie, der aus dem Nostalgieladen. Ein Bild von einer Scheune im Nebel. Ich glaube, in diesem Nest hier scheint nie die Sonne. Das gehört nicht zur Ausstellung, denke ich. Putzmittel, ein Wischmopp, Besen, Lappen, Seife, Glasreiniger. Was soll ich damit? Oh, das brauchen wir später bestimmt irgendwann. In der Vitrine liegt nur dieses große Buch. Was steht auf dem Schild? Familienchronik der Gordons. Das könnte interessant sein. Na dann schau mal. Oh, da ist auch ein Schlüssel. Die Seite wird beherrscht vom Ordenszeichen. Ein wenig Text steht aber auch. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes wirken. Sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit dienen, verschrieben nur ihrem einen Ziel, auf das höhere Mächte sie richten mögen. Unsere größte Stärke liegt in der Geheimhaltung. Wir stehen in der Dunkelheit, in den Schatten und blicken ins Licht. Unsichtbar für jeden, der uns aufhalten könnte. Denn wenn niemand weiß, dass es uns gibt, können wir nicht gestoppt werden. Darum, meine Brüder, haltet euch an diese Regeln. Die Mitglieder des Ordens sollen sich nicht kennen. Nur der hohe Priester des Ordens soll jedes Mitglied mit Namen und Rang nennen können. Bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskiert sein, auf dass niemand ihn erkennen möge. Kein Außenstehender darf je über den Orden informiert werden, sei es durch Absicht oder Unachtsamkeit. Seid wachsam, meine Brüder. Verhaltet euch unauffällig, doch seid wachsam. Früher als ihr denkt, wird der Tag kommen, an dem ihr euch beweisen müsst. Nicht sehr ergiebig. Ich weiß immer noch nicht, welche Ziele der Orden verfolgt. Aber es scheint ein einziges, großes Ziel zu geben. Es muss auf den Seiten vor dieser stehen. Irgendwie muss ich an die Chronik herankommen. Natürlich musst du das. Übrigens finde ich das merkwürdig, dass das die Chronik der Gordons ist. Davon haben wir im ersten Teil gar nichts mitbekommen. Was steht hier? Die Totenglocke aus der Kirche von Wormhill. Vermutlich gibt's die Kirche nicht mehr, sonst würde die Glocke hier nicht stehen. Warum gibt's die Kirche nicht mehr? Eine uralte Nähmaschine. Damit haben sie bestimmt die Vorhänge hier genäht und das Ding dann gleich stehen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Stuhl für erschöpfte oder wissenshungrige Besucher sein soll. Stabil ist er jedenfalls nicht. Gut. Entschuldigung, ich bin gerade erst in Willow Creek angekommen. Haben Sie ein paar Tipps für mich? Gibt es was Sehenswertes? Sind Sie etwa auch Tourist? Ja, könnte man so sagen. Naja, wir wollten uns heute eigentlich das berüchtigte Sanatorium ansehen. Aber irgendein Freak hat da ein Hotel draus gemacht und der Typ am Empfang hat auch gleich versucht, uns irgendwelchen billigen Tourischhund anzudrehen. Als ob wir sensationsgeil wären. Genau, Albert. Und dann hat er noch erzählt, dass im Schloss immer noch der Geist dieses Samuel Gordon spukt. Man soll ihn nachts an den Fenstern des verbrannten Flügels sehen können. Richtig unheimlich. Lächerlich. Auf jeden Fall sind wir dann hierher gekommen. Wir hatten uns aber etwas mehr von einem Gruselmuseum erhofft. Wir werden uns nachher noch das Schloss ansehen. Hoffentlich taugt wenigstens das was. Danke für die Information. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Ja, können wir mit ihm reden? Ich wüsste nicht, was ich mit den beiden bereden sollte. Die Schreibmaschine. Dun dun dun.
die fasse ich nicht an. Im Gegensatz zu den Horden Touristen vor mir. Okay. Huch, was ist das? Ein Sekretär, ganz ohne Schieberätsel. Wohl ein altes Modell. Eine endlos lange Liste über die Geschichte von Willow Creek. Mal sehen. Die Unterwelt von Willow Creek. Der Ort Willow Creek wurde zu Zeiten der alten Römer gegründet. Schon damals trat der Fluss oft über die Ufer und machte die Umgebung zu einer Moorlandschaft. Einige Jahre nach der Grundsteinlegung wurde eine kleine Kanalisation errichtet, die das Problem für mehrere Jahrhunderte beseitigen konnte. Im Mittelalter war die Kanalisation schon weitgehend zerstört und vergessen. Doch Werner Gordon ließ im Jahre 1867 eine komplett neue Kanalisation errichten, um der wachsenden Anzahl an Überschwemmungen und damit einhergehenden Hungerkatastrophen Herr zu werden. Damit war es möglich, große Teile der Umgebung trockenzulegen und zu verhindern, dass der Fluss erneut über die Ufer treten konnte. Daneben ist noch so eine kleine Zeichnung, wo das Wasser umgeleitet wird, wenn es mal zu hoch ist. Und was ist das? Ah, einen alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja auch noch. Direkt mit der Kanalisation verbunden. Stelle ich mir ziemlich unangenehm vor. Da hat er nicht Unrecht. Die Bilder zeigen Bauern bei der Arbeit auf den Feldern. Ansonsten nichts Interessantes zu erkennen. Okay, aber ich habe hier noch nicht die Truhe angesehen. Mit Bobby würde ich sagen, reden wir ganz zum Schluss. Das ist nur eine blöde, leere Kiste. Bist du sicher? Ja, okay. Habe ich ansonsten alles? Seifenblasen-Dingsi? Schrank und das Ding, das wir irgendwie aufkriegen müssen. Die Touristen-Sensationsteil. Och, naja, es geht. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ein Häcksler? Was soll das denn? Häcksler aus dem Garten des Schlosses Black Mirror. Von wem stammen die geheimnisvollen Blutspuren im Inneren des Häckslers? Welche grausamen Geschichten könnte dieses Gerät über seine ehemaligen Besitzer erzählen? In was für blutrünstigen Verbrechen spielte er eine einschneidende Rolle? Ein Mysterium, das vermutlich niemals geklärt werden wird. Schwachsinn. Ein Häcksler? Häcksler von welchen Wein? Schwachsinn. Ein Hex von okay, welchen was für ein Mysterium? Ja, ist okay. Ein Knopf. Hier scheint es um einen Mord an einem Jungen zu gehen. Jüngstes Opfer der Mordserie wurde der erst 12 Jahre alte Vic V. Er wurde unweit des Dorfes an einem Steinkreis im Wald brutal ermordet. Hier sind einige Bilder des Steinkreises. Zeugenaussagen, ein Statement der Polizei, Zeitungsausschnitte. Wie es scheint, wurde damals zunächst ein Ritualmord vermutet. Heavy-Metal-Satanisten im Blutrausch. Ein Heavy-Metal-Satanist im Blutrausch. Der wahnsinnige Samuel Gordon ermordet den angesehenen Arzt Dr. Heinz Hermann in einem Blutrausch. Er enthauptet den beliebten Arzt in seinem Haus in der Nähe des Dorfes. Die Figuren sind billig gemacht, sehen aber noch nicht sonderlich alt aus. Reißerisch inszeniert. Was bringt jemanden dazu, einen anderen Menschen abzuschlachten? Auch noch ein Kind? Es muss furchtbar gewesen sein.